Wenn man über Bösewichte sprach, wer ist der größte Bösewicht im Film zum Beispiel? Dann war es immer Boris Karloff oder King Kong oder Peter Lorre. Heutzutage gibt es nur ein Bösewicht, ganz große, der Albtraum von James Bond, der Beißer, Richard Kiel. Ja, er ist bekannt dadurch, dass er immer seine Gegner so beißt, so hier in den Nacken und so. Er hat eiserne Gustav im Kino, ist es nicht? So. Wo ist Ihr Stahlgebiss? In der Werkstatt. Ah, in der Werkstatt noch. Ja. Und sind Sie verheiratet? Ja. Und wie groß ist Ihre Frau? So. So klein. So. Ja, und es geht... Sehr behutsam. Ah, behutsam, ja. Behutsam? Ja, behutsam. Ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich, also behutsam. Wir haben drei Kinder. Ah, drei Kinder. Ja. Ja. Und Sie waren auch schon in Bonn beim Bundesregierung. Sie haben, all die Minister haben Sie da begrüßt, glaube ich. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja. Wie ist sie? Wie sie ist? Warum sind Sie eigentlich in Deutschland? Meine Großeltern kommen aus Kiel. Und ich will einmal Kiel sehen. Nicht nur im Spiegel, beim Rasieren. Sie wollen die Stadt Kiel endlich mal sehen, ja? Gut, und er ist zusammen mit seiner Frau, seiner Mutter, zwei Kinder, die wollen alle Kiel sehen. Schöne Kieler Woche wünsche ich Ihnen. Und bevor wir nun die drei Fragen stellen, möchten wir ihn mal bei der Arbeit sehen, in dem neuen Film, James Bond Film Moonraker, in einer fantastischen Luftschlacht. Ja? Wollen wir jetzt mal eben anschauen. So, 10 Sekunden, um die richtige Antwort zu finden. Bitte Ruhe. Die erste Frage. In welchem Land ist der Papst heute? Nichts vorsagen, 10 Sekunden. Moment. 10 Seconds, yes, 10 Seconds. Vorbei, Sie wissen es nicht. Irland. Nächste Frage. Wie heißt der Staatschef von Kuba? Nein, Geigenkasten. Nee. Okay, dritte Frage. Welches Land will ein Team im Ballon überfliegen? Welches Land wollen die überfliegen? Wissen Sie auch nicht? USA. Leider, keine Frage richtig beantwortet. Es ist mehr ein Gedächtnisspiel, denn die Kandidaten haben die Tagesschau gesehen und keine Wissensgeschichte. Sie haben es gesehen und ja, bitte kommen Sie. Okay, nur darum, wie viel Sie sich noch erinnern können. Aber er hat, glaube ich, Witze erzählt bei der Tagesschau, ja? So, 10 Sekunden Bedenkzeit, um die richtige Antwort zu finden. Erste Frage. Keine Angst, ich weiß es nicht. Sieht nur den Film aus, ja. In welchem Land ist der Papst heute? In Irland. Und damit sind Sie Sieger des heutigen Abends geworden. Herrlich. Richard, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich habe einen deutschen Zahncreme für Sie.
und einen Apfel, bitte. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ja, auf Wiedersehen. Warum? I said it already. Thank you. Da beiß mal lecker, aber was anderes. Okay. So, immer noch trainen. Ja? Sie weinte vor Freude.